drei Streetwear-Brands, bei denen ich persönlich nichts koppen würde. Ich weiß, der Titel ist ein bisschen hart gewählt. Ich möchte aber, bevor das Video losgeht, noch ein paar Worte verlieren. Denn zuallererst, wenn euch meine Meinung irgendwie triggern sollte oder die Meinung von den Leuten in den Kommentaren, dann bitte versucht sachlich zu bleiben, versucht bitte höflich zu bleiben. Man muss sich nicht einander beleidigen, nur weil einem an dem anderen irgendwas nicht passen sollte. Zweite Sache ist, ich werde auch selber sachlich bleiben. Ich werde selber nicht irgendwelche Brands, die ich jetzt hier drin habe, irgendwie unnötig schlecht machen. Dieses Video hier dient nur als eine kritische Meinungsäußerung, soll nicht irgendwie aber dazu dienen, um irgendwelche Brands einfach unnötig runterzumachen. Genau, das war's mit dem Vorwort. Fangen wir direkt mit dem Video an. Die erste Brand hier auf meiner Liste und mit der werde ich mich wahrscheinlich schon gleich unbeliebt machen, ist 85. 85 ist eine Streetwear-Brand mit 70.000 Abonnenten, also eine Brand, die schon relativ beliebt oder auch zumindest begehrt zu scheinen ist. Und ich muss aber leider dazu sagen, dass diese Brand mir leider überhaupt nichts gibt. Ich finde, die Pieces sind dort einfach total innovationslos, total basic gehalten und so. Und vor allem als eine Kollektion wirken die ganzen Pieces miteinander zusammengewürfelt einfach nur. Nicht, als hätte man gesagt, okay, wir machen hier eine feste Struktur mit dem Kollektionsnamen, dass es quasi einen roten Faden ergibt, sondern einfach irgendwelche Pieces einfach reingeworfen, das ist dann die Kollektion. Man merkt es auch gerade an den Kollektionsnamen. Ich meine sowas wie Silent Storm oder Night Falls oder Announcement. Das sind so Kollektionsnamen, damit kannst du nichts assoziieren so, und solche Namen wie Silent Storm oder Night Falls, das hört sich mehr nach irgendwelchen Gamertags an, die du als 12-Jähriger gehabt hattest, auf deiner Xbox oder deiner Playstation oder auf dem Steam-Account so, aber das sind einfach keine Namen für eine Modekollektion. Yo, Schnauze, Mann, was für Hausverbot? Ich scheiße auf dein Hausverbot! Verlassen Sie jetzt das Grundstück. Ja, sofort. Ja, Schnauze, Mann. Meister Proper. Die zweite Brand auf meiner Liste ist Router 2. Router 2 kenne ich tatsächlich schon 4 bis 5 Jahre, also wirklich schon sehr, sehr lange. Ich habe die zuallererst bei OZ gesehen, weil der hat die damals auf Instagram getragen gehabt und dadurch wurde ich auf die aufmerksam. Ich muss aber sagen, dass es in dieser Zeit so gut wie kein Piece gab, wo ich wirklich gesagt habe, boah, das ist unfassbar sick. Das liegt einfach daran, die ganze Router 2 Ästhetik kann man, finde ich, in ein Wort zusammenfassen. Das ist einfach nur overprinted. So, die ganzen, beziehungsweise nicht die ganzen, so, ich möchte das nicht irgendwie pauschalisieren, aber im Regelfall sieht ein Router 2 Piece genau so aus. So, einen großen Print, so, der meistens entweder vorne oder hinten ist, der quasi einmal so die ganze Seite bedeckt, dann einen etwas kleineren Print nochmal und dann noch einen etwas kleineren Print und dann nochmal irgendwo Branding oder halt in den Prints irgendwo Branding. Und das ist halt für mich persönlich einfach viel zu viel, weil die Pieces sind meistens dann vom Farbschema her, so bestehen die aus 3 bis 4 Farben und das ist, finde ich, schon einfach viel zu viel und mit den Prints auch schon viel zu laut. So, und deswegen sind nicht alle Router 2 Pieces natürlich so, aber im Regelfall, finde ich, sind die meisten genau so aufgebaut. Also natürlich haben die auch die ein oder anderen Pieces so, die etwas ruhiger sind, aber trotzdem einfach, ich kann mit dieser Router 2 Ästhetik im Großen und Ganzen einfach nichts anfangen und wenn du dich mit der Brand nicht als Großes und Ganzes identifizieren kannst, dann kannst du dich auch nicht mit einzelnen Pieces identifizieren, wo du dann sagst, okay, dann kaufe ich vielleicht mal dort einfach mal ein. Es gab aber tatsächlich mal ein Piece, was ich tatsächlich ganz cool fand. Ich glaube, das war auch ein Piece, was sogar Resell hatte, glaube ich, meine ich zumindest sogar. Das ist dieser Hoodie mit diesen Farbflecken, den fand ich persönlich echt sehr cool, ist aber auch sehr schnell weggegangen und habe ich auch persönlich auch gar nicht mitbekommen, dass der überhaupt da war. Aber das Piece fand ich auf jeden Fall sehr cool. Was ich noch sagen will, ist, dass ich den Boy hinter Router 2, also den Eugen, unfassbar sympathisch finde. Der hat ja selber auch einen YouTube-Channel, wo er selber über das Gründen einer Brand redet und generell über Mode und Reactions macht. Könnt ihr gerne mal auschecken, falls ihr Router 2 mögt und gerne ein bisschen mehr mit der Person hinter Router 2 gern was anfangen könnt, könnt ihr dann gerne den Kanal auschecken. Aber für mich leider ist Router 2 überhaupt nichts. Die dritte Marke und auch schon die letzte Brand hier auf meiner Liste ist Elevate. Elevate, eine Marke, die von Elias und Sydney kommen, beides YouTuber. Ich glaube, Sydney ist Fußballer mal gewesen, wenn ich nicht ganz falsch informiert bin. Aber ich muss sagen, mit Elevate habe ich
von den ganzen Brands hier das größte Problem. Weil einfach die Brand so riesig ist. Ich glaube, wenn ich ganz falsch liege, dass die irgendwo schon bei 200.000 Abonnenten liegen auf Instagram. Und das ist wirklich eine große Reichweite. Und wenn du dir dann im Vergleich die Kollektion anschaust, wo du dir denkst, okay, die haben so eine riesen Reichweite, da wird bestimmt richtig krasser Shit rüberkommen. Und dann guckst du dir aber die Kollektion an und dann siehst du so gar nichts. Also wirklich, die Kollektionen sind komplett nichtssagend so. Die Kollektionen sind wirklich immer wieder das Gleiche. Während du bei 85 halt vielleicht Basic Pieces hast, aber der Fit vielleicht mal immer modern ist. So, ob man immer das nimmt, was gerade auch modern ist, also zum Beispiel Baggy Denims oder Puffer Jackets, hast du bei Elevate halt wirklich, die Struktur ist immer die gleiche. Du hast immer Branding einfach nur und das auf dem T-Shirt. Meistens vielleicht noch eine trendige Farbe, wie zum Beispiel jetzt hatten die irgendwas mit Babyblau, glaube ich, gehabt. So, aber sonst war es das einfach. Das war es einfach. Mehr hast du dann nicht. Du hast einfach nur Branding, irgendein Print, ein Stitch auf dem Hoodie, auf dem T-Shirt und dann war es das schon meistens. So, ich glaube, die haben jetzt seit neuestem auch nochmal einen Tracksuit gebracht oder irgendeine Jeans. Aber man muss sagen, für eine Brand, die 200.000 Instagram-Abonnenten hat und damit riesig sind und damit auch logischerweise auch dann die Konsequenz ist, dass die auch wirklich viel Geld mit der Brand verdienen, könnte man eigentlich an dem Punkt sagen, dass man sich vielleicht versucht, irgendwie kreativ irgendwie auszudrücken. Aber das versucht die Brand halt überhaupt nicht. Und das finde ich halt unfassbar schade. Aber das senkt den Wert, finde ich persönlich, von der Brand unfassbar runter. Weil die Brand gibt dir einfach nichts. So, kann sein, dass wenn du Elias oder Sydney cool findest, dass du dann sagst, ey, ich will bei Elevate was kaufen. Aber modisch gesehen, also finde ich, aus dem Aspekt ist das halt wirklich unfassbar weit unten angesiedelt. Also nicht am allerweit untersten Niveau, aber schon weit unten, weil es gibt dir einfach nichts. Und ich kann persönlich mit der Brand auch ehrlich gesagt nichts anfangen. Was nicht heißt natürlich, dass ihr damit nichts anfangen könnt. Wenn ihr die Brand mögt, ist das natürlich vollkommen verständlich. So, wenn ihr die mögt, dann lasst euch bitte nicht von mir irgendwie da euch was einreden. Das ist nur meine Meinung. Lasst euch bitte davon nicht angreifen. Ich habe das zwar schon am Anfang gesagt, ich möchte es gerne nochmal sagen, weil ich weiß, dass es in meinen Videos auch ein bisschen anders aussehen kann. So, deswegen, das war's aber auch schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Schreibt mir wirklich sehr gerne. Ich würde mich auch darüber auch sehr freuen, wenn ihr mir eure Meinung zu den jeweiligen Brands einmal reinschreiben würdet. Ich würde gerne mit den einen oder anderen mal von euch gerne mal darüber diskutieren. Natürlich sachlich. Also, und ansonsten, was lässt sich noch sagen? Ich hoffe, dass ihr den Kanal abonniert, wenn euch das Video gefallen hat. Und ansonsten, hoffentlich sehen wir uns zum nächsten Video von mir wieder. Ciao.